Ja, servus und herzlich willkommen zum nächsten Video während dieser schweren Zeit von Corona-Krise. Ja, Mai, alle daheim bleiben, ne? Wichtig. Beziehungsweise RNG. Und sozialer Kontakte meiden. Ja, ich denke mir, dann mache ich einfach wieder ein Video. Dann habt ihr was da, habt was daheim auch zu gucken. Dann müsst ihr nicht raus, müsst ihr euch treffen, könnt ihr Video gucken. Oder so ähnlich. Nehmt's nicht auf die leichte Schulter, so ich an der Stelle. Du bist ja, oh, haben so viele Leute schon gesagt, eigentlich brauche ich dich gar nichts dazu sagen, aber nehmt es nicht auf die leichte Schulter, wir wollen es ja nicht weiter verteilen. Schauen wir, dass wir ein bisschen wieder los werden, dass wir wieder normal leben können. Heute ist Freitag bei uns und Ministerpräsident Söder, der hat jetzt verkündet, wir haben jetzt Ausgangsbeschränkungen da bei uns in Bayern. Zum RNG dürfen wir noch bauen und Gartenmarkt haben wir jetzt da geschlossen, Friseur haben jetzt geschlossen. Und ja, man soll jetzt nicht mehr raus und das wird jetzt auch noch mit Strafen geahndet. Ja, so viel da dazu. Ja, das andere Video vom Freitag, also was jetzt dann später gleich kommt, das ist aktuell noch im Hochladen bei YouTube. Ist in Bearbeitung, da haben wir aufgehört. Und der nächste Schritt war zwar, also ich habe es ja schon gesagt, ich will die Wiesen ein wenig nachsehen. Ja, und das machen wir heute. Da ist mein Saatgut. Aussaatstärke 40 kg pro Hektar. Ja, wir machen das aber händisch mit der Saatschalendode. Es geht genauso. Die Sämaschine mir jetzt dafür nicht. Das ist Zwischenfrucht Kleegras, hat mein Vater da mitgebracht. Das kommt jetzt auf die Flächen. Da haben wir es, Kennzeichnung, bla bla bla, Zwischengras, Kleegras, Alexandrine Klee. Ja, ich habe gesagt, ich will wieder ein wenig Klee mit drin haben in meiner Wiesen. Das ist nämlich jetzt die letzten zwei Jahre oder 2018, 2019 ein bisschen untergegangen. Durch das, dass das so trocken war, ist ein Haufen Klee weg. Und da sehe ich jetzt ein bisschen nach, mache ich händisch und nur auf den Flächen, wo es nötig ist. Das ist einmal da auf der Koppel, da fällt er und unten her. Da brauche ich natürlich nicht den ganzen Sack, muss man mal schauen, das muss ich wieder ein wenig einteilen. Natürlich nicht so dicken Ausstreuer, aber doch irgendwie ein wenig machen. Ich mache das mit der Händsaarschalen, Seeschalen. Ja, Düngerstreuer ist scheiße, das verfliegt bloß alles, weil es ist ein bisschen windig. Dann muss ich das noch ein bisschen eidigen mit Kunstdung, idealerweise, dass es richtig funktioniert. So jetzt habe ich Kante gemacht, deswegen mache ich das nicht und in die Seemaschine, also wie hier dem Säckler da, wo ich nachsehen muss. Das ist genauso ein Schmand da, oder jetzt die Seemaschine, wie ich hier dem bisschen auch nachsehe. Das geht händisch auch, es dauert vielleicht einen Moment länger, aber pff. Und wie gesagt, der große Bulldog ist ja aktuell noch nicht ganz fertig. Von daher komme ich eh nicht da, die Seemaschine, der steht nämlich noch im Weg. Seemaschine wieder hinten. Ja, die müsste ich dann erst abdrehen und wenn ich jetzt die Zeit rechne, die Seemaschine dann einstellen, abdrehen, anpassen, dass er überhaupt hinten noch ein Kramen angeht und. Also in der Zeit habe ich aber händisch auch noch gesehen und das machen wir jetzt einfach einmal. Und ich gucke mal, vielleicht kann ich irgendwas filmen. Das denken wir schon. So, die Seeschalen habe ich jetzt umgehängt. Sieht man da. Und da legen wir jetzt gleich einmal los. Ja, das Saal könnte ein wenig länger so. Mit der Winterjacke ist scheiße, aber heute ist ein bisschen frischer wie die letzten Tage. Ist halt so. Schauen wir mal, ob das jetzt was wird. So, die nächste Ladung geholt. Da haben wir Saatgut. Ja, wenn jetzt irgendeiner kommt, das ist doch nicht genau ausgebracht.
Vielleicht nicht so genau wie mit einer Sämaschine, aber die Düngerstreuer machen das glaube ich auch nicht viel genauer. Der sagt unten nur 20 Kilo, steht drauf 40 Kilo aufs Hektar. Ich habe jetzt da im Grundstück eine Fläche von, ja, das Grundstück hat circa die Flächen, die Wiesen, die ich jetzt streue, ja, 0,8 Hektar, also es langt eh nicht ganz, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, ich mache ein ganz dünnes Nachseher, wenn es lang ist, recht, wenn es nicht lang ist, arbeitet. Halt, dass man da irgendwas da steht. Ja, ein bisschen Labus geht natürlich verloren durch die Hühner. Andererseits, die unterstützen natürlich auch, weil wenn sie auch kratzen, nur wühlen sie es gleich ein wenig ein, bevor ich mir da Aden fahre. Ja, das passt schon. Wie gesagt, dass halt wieder ein wenig Glied mit drin ist. So ein bisschen Labus aufgeht, das Wetter passt auch gerade, weil es halt doch einmal ein wenig feucht ist. Der Boden ist wieder feucht, weil es geregnet hat. Also ich verspreche mir, dass es aufgeht. Und dass die Bestände halt wieder ein wenig dichter waren, weil das letzte Jahr, hast du schon gesehen, das Gras gibt natürlich nicht viel. Der Glied macht schon einen entscheidenden Anteil aus. Und wenn wieder Glied mit hinaus ist, wird es besser. Schauen wir mal. Sehen wir schon. So, da ist Samstag und ich habe mich dazu entschieden, den Hund auszumisten. Ich habe ja schon gesagt, da liegt der Haufen Zeug rum, das muss weg. Und ja, ich habe heute Ausmisten 2.0 gemacht, nachdem die Feigl jetzt da sind. Da kann ich ja nicht die Oma einfach rauslassen, wie ich sonst gewohnt war. Die Feigl sind nur ein wenig zu klar dafür, das geht nicht. Deswegen habe ich das heute anders gemacht. Ich habe das Türler da. Da habe ich im Ei gehängt. Dann ist fest, da habe ich eine Abtrennung. Ich habe da ein wenig Stroh eingestreut, das ist jetzt mittlerweile auch mit Mist voll. Habe die Feigl alle da rausgesetzt, habe die Oma da rausgelassen, habe die Tür zugemacht, habe das da innen alles zusammengekratzt und habe den Bereich von ihr jetzt quasi da reingeschmissen. Da sieht man schon, das ist jetzt das Zeichen, was unten drin war. Oben drauf war schon drucken, aber unten drin war das Nasserzeichen. Deswegen wollte ich eben frisch machen. Das habe ich jetzt da rübergeschmissen. In einer anderen Sidebox, den habe ich rausgeschmissen und habe die Tür da vorne zugemacht, dann konnte er nicht stören. Ja, habe da hinten sauber gemacht, frisch mit Sechspäh unten drunter eingestreut und oben drüber wieder Stroh. Habe die Feigl wieder rübergesetzt, habe sie wieder rübergesetzt und ja, jetzt schaut es wieder aus, so wie es sich gehört. Schön trocken, schön sauber, jetzt kommen da wieder rein und die liegen nicht in dem Feuchten dann, wenn sie ein wenig wühlt. Ja, das sind die ganzen Zweigler. Eingewuselt. Ja, ihr müsst unter die Rotlichtlampen, Leute. Die hängt ein wenig ungünstig, die hängt dummerweise da in der Mitte vom Raum. Tja, davon habe ich es auch noch gemacht, da habe ich es auch schon gehabt. Da kommt man da eine vorne mit den Osen und dann reißt der oben an die Ketten an. Das ist kacke. Deswegen habe ich es jetzt für die Donau angehängt. Naja. Aber die wissen ja, wie sie sich wärmen müssen. Die machen dann Häufchenbildung. Ja, die Oma frisst gerade. Ich habe hier jetzt ein wenig trockener Labla mit runter und Weintrauben hat sie, Salat hat sie, Kiwi. Dann ist dabei Birne. Frisch Wasser hat sie natürlich gekriegt, ganz wichtig. Braucht sie jetzt im Moment ganz, ganz viel. Sie frisst jetzt erst einmal, die Kleinen, die müssen in der Zeit klarkommen.
Normalerweise bei den Vorbesitzern hat es auch gar keine Rotlichtlampen gegeben. Da waren sie auch draußen mit in einem Hüttler. Da hat es keinen Strom gegeben. Also normal macht es ihnen nichts aus. Die Quieke. Ich soll es euch nicht gegenseitig blattlegen. Darf ich raten, der glänzt da ist ganz unten. Nur freilich. Ich kann wohl, dass ich quietsch. Ihr seid schon ganz schlimm. Ich drehe jetzt die halt immer um, dass da mal oben drauf. Also das da ist ein Eber. Der da. Das ist ein kleiner Sau. Der kleine Kümmerer da, der ein wenig hinten nachhängt, das ist auch ein Eber. Na du? Das müsste auch ein Eber sein. Da ist wieder eine Sau. Das müsste eine Sau sein. Das denke ich war eine Sau. Also, wir haben 5 Sauen und 4 Eber da unten. Die eine Totgeburt, das war definitiv eine Sau. Und das andere, da habe ich es nicht nachgeschaut. Ja, wie gesagt, es waren 2 Totgeburten dabei. Das ist einfach so, das passiert. Aber der Rest, wie gesagt, ist relativ quietschfidel. Quietsch im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, oh, kalt, wir müssen uns wärmen. Ja, das machen sie auch schon instinktiv. Ja, ich sag auch, wenn man jetzt überlegt, ein Wildschwein zum Beispiel, die haben im Wald ja nicht einmal ein Dach über den Kopf oder was, die machen eine Kuhle irgendwo in einen Trägneid, wenn es regnet oder was, die müssen sich auch zusammenkuscheln. Das sind ja normal robust draußen. Ich habe wie gesagt da Rotlichtlampen da, aber selbst wenn die Oma da Licht unter der Rotlichtlampe, das nimmt sie eigentlich vorne zurecht. Und Umhänger habe ich schon mal gedacht, da habe ich so einen Honig rüber, du. Naja. Nö, das passt nicht. Ich denke, da müssen sie einfach durch in ein paar Tage, da sollen sie dann einmal mit rauslaufen. Also was heißt in ein paar Tage, so in 2 Wochen oder so in den Dreh. Wenn sie halt nur mit größer sind, dann möchte ich sie einmal mit rauslassen. Und halt, wenn sie richtig agil sind. Und ja, dann müssen sie das lernen, früher oder später, da haben sie das sowieso. Da müssen sie auch durch. Die haben ja schon gut Barschen drauf, die haben sie auch noch durch. Ja, Babypelz draufkommen so. Und wie gesagt, die wissen ja, wie sie sich warm halten müssen. Da liegen sie aufeinander, untereinander, übereinander. Na ja, ach Gott. Ist die Mama weg, ne? Will die Mama einfach essen? Ja, also bei der Oma sieht man schon, wenn sie dann zu viel wird, wenn die ja noch in der unten um die Säule rumzerren und rumknabbern, dann zwischendurch stützt er einfach auf und läuft es einmal weg oder legt sich dann einfach so auf den Bauch drauf, dass er nicht nachkommt. Ja, ich meine, das sind schon ein paar Monster dabei, die wenn dann da sehen, oh, Mama liegt da, wir können ja jetzt nuckeln. Wenn sich die Sau nachlegt, die Hänger oder die sitzen dran, da wird gezogen und geschubst und gemacht und die halten sich ja fest. Ne? Also wenn sie da dann einmal zu viel wird, vollkommen verständlich. Na Oma. Lass das schmecken. Was da auch verdient, ne? Tja, gestern hat es gegeben bei ihnen auch wieder einen Haufen Brötler haben wir gehabt und Äpfel hat es gegeben, Karotten hat es mitgegeben. Das war gestern so dabei. Ja, unter anderem abends dann bei den Kartoffeln, Erbsen, wo ich gekocht habe und ein bisschen Spargel war dabei. Da habe ich dann noch ein wenig was von meinem Mineralfutter drüber gestreut. Ich habe mir extra einen Sack Mineralfutter in der Reifeisen geholt. Einfach damit es auch jetzt, wenn es da drin ist, die richtigen Mineralstoffe noch zusätzlich kriegt. Ich meine, ich habe eigentlich, was ich futtertechnisch fütter, schon recht viel. Aber sicherheitshalber, weil die hat angefangen, nur ein wenig auf die Starrung zu kauen und dann hat mit Sicherheit was gefällt. Die hat so lange mal probiert, mal ein Mineralfutter. Ja, das habe ich cool, das habe ich jetzt gestern wieder ein bisschen was mit drüber. Ja. Jetzt hat das Kauer auf jeden Fall auf die Star aufgehört.
Kann natürlich auch sein, dass er das gemacht hat, ich wollte die ganze Zeit tragen. Vielleicht hat er einfach Schmerzen gehabt und das war dann eine Ablenkung oder was. Ist auch durchaus möglich, man, wenn die Wehen sind. Ich meine, ich bin ja kein Schwein, ich stecke ja nicht in ihre Haut, ich weiß ja nicht, wie es war. Aber es kann ja durchaus sein, dass er es dann einfach gemacht hat, um sich abzulenken. Jetzt macht es auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt ist er wieder ganz normal. Alles prima, alles gut. So muss das sein. Gut, ich mache den Hund noch ein wenig sauber, dass der Anna auch wieder frische Box kriegt, weil so kann ich das jetzt nicht lassen. Obwohl der jetzt sich freuen, jetzt hat er was zu schnuffeln. Nein, machen wir nicht. Da wird ausgemisst, der Gong da wird sauber gemacht. Und dann passt es den Hunden, dann ist gut. Dann hat sie ein frisches Nest, der hat ein frisches Nest. Dann passt es wieder. Wie gesagt, das ist mir wichtig, ich will einfach einen sauberen Stall haben. Ich will, dass die Schweinler dann ein ordentliches Nest haben, dass sie in den Nossen liegen. Das haben wir wieder. So, haben fertig hier unten. Ja, ich habe die zwei Ställe jetzt komplett ausgemistet. Bei den Hühnern hinten auch gleich mit, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, der freut sich auch, der hat jetzt auch mal frisches Fleisch. Ja, ja. Ich habe sie jetzt drin, ihr seht, ich habe ihre Mütze auf und die dicke Winterjacke an. Draußen die Temperatur ist gewaltig gefallen. Wir haben aktuell 2 Grad. Es ist richtig frisch. Ja, scheinbar war es noch im Winter. Deswegen habe ich hier vorne die Tür zu und der ist eingesperrt. Ich habe nur die eine Tür bei den Hühnern drüben offen, dass die halt raus können. Das Feigelchen, wenn man nicht rauskommt, ist auch nicht schlimm. Der kann den Hühner wegen Nestbauer, der kann sich den Hühner wegen ausdoben. Richtig, ja, macht der ja der. Eine Art Beschäftigung. Ja, da brennt ja nach wie vor die Rotlichtlampe. Jetzt hat sich die Oma sogar mal hingelegt, dass es funktionieren wird. Die war gerade andersrum gelegen, also quasi 180 Grad gedreht. Da drüben, die Zitzen nach da, da waren die Feigelchen alle da gelegen. Jetzt hat sie sich einmal gedreht, Feigelchen alle drüben. Ja, die Oma ist ganz, ganz vorsichtig beim Hinlegen immer, das sieht man. Ich bin möglichst immer dabei, weil ich schaue schon immer, wenn sie sich dreht, dass sie auch nicht dann eventuell drunter liegt. Man muss aber auch wirklich sagen, die ist eine richtig gute Sau, die legt sich ganz langsam nach. Die grunzt dabei immer, das siehst du ja, dann gucken die Feigelchen immer und schaue, dass alles gut ist. Ja, jetzt machen sie wieder Gruppenkuscheln. Ja, also wie gesagt, sie ist ja richtig vorsichtig, da sieht man halt, die ist ja erfahrene Sau. Klar, es kann immer noch was passieren, die legt sich einmal auf einen drauf oder was. Ich habe aber keine Feigelkisten gebaut, weil ich die Erfahrung von einer Bekannten habe. Die hat zwei Feigelkisten gebaut, massiv gebaut. Die Feigel waren auch die ersten durch da nicht mehr drin, war die Rotlichtlampen drüber. Das Problem bei ihr war aber dann, da haben sie sich innen aufeinander gelegt, der Anna hat das Quieken angefangen, das machen ja meine auch ab und an einmal. Und wenn die dann so das Quieken anfangen, also meine Wiche ganz unten unter dem Haufen liegen und dann gematscht werden, dann fangen die so richtig das Quietschen an, dann will die Sau nachgucken, sieht mir der Oma auch immer an, dann schaut sie auch nach, was ist denn jetzt los, kann ja doch einmal was sagen. Und das war bei meinen Bekannten, die haben in der Feigelkiste drin gequietscht und die hat die Kisten dann zerlegt und hat dabei zwar vor die Feigel geschlagen. Deswegen hat sie gesagt, ich würde es an deiner Stelle nicht machen. Sie hat die Erfahrung auch gesammelt, die Sauen, wenn sie genug Platz haben, die sind eigentlich recht vorsichtig. Es gibt blöde Sauen, die gibt es definitiv. Aber normal sind sie auch recht vorsichtig, passen schon auf, was sie machen. Ich meine, das ist wie bei den Menschen auch. Du nimmst da dein Kind auch nicht und schmeißt es irgendwo in eine Ecke oder was, sondern schaust ja, was du da machst und gehst ja umsichtig damit um. Und das ist bei einer Sau ist es genauso. Und wenn sie die Möglichkeit hat, genug Platz hat, dann ist die auch ganz vorsichtig. Und das sieht man ihr auch immer an, wenn sie dann aufsteht, wenn sie sich aufricht. Sie warnt sie quasi immer ein bisschen davor. Also, sag guter Sau, eindeutig. Das kleine Wiesel, der Wiesel da. Die Oma gerade keine Milch mehr, hä? Ja, ihr habt ja aber auch schon gesoffen wie die Verrückten. Ja,
Was ich den Hund jetzt natürlich im Moment mache, ich schaue, dass immer genügend Wasser da ist. Den Wasserkübel habe ich extra nochmal aufgefüllt. Den habe ich jetzt früh schon mal aufgefüllt, weil ich die Box da sauber gemacht habe. Den hat es schon leer gesoffen, habe ich gleich wieder aufgefüllt, dass er ausreichend Flüssigkeit kriegt. Ich schaue immer, dass genug Futter da ist. Lieber liegt da irgendwas im Trog drin, was ich dann doch drauf wegschmeiße, als dass ich zu wenig hätte und sie Hunger leiden muss. Ich meine, die muss jetzt, das zehrt an die Kräfte unheimlich, die muss jetzt Milch produzieren für die Aglan. Und das sind 9 Stück, die, ja, ihr seht ja, die sind ja doch schon recht rabiat teilweise. Vor allem der ganz Hinterstadt oder mit dem großen dunklen Fleck, das ist ein Ebe. Also der ist ja ein richtiges Monster. Der geht her und dann, wenn die anderen schon, die sitzen draufhängen und er möchte noch, dann fängt er das Schieben und Wagen an. Die Klammen halten sich natürlich dann fest. Es zieht da die Zitzen rum, also das muss ja richtig unangenehm sein, aber ja, mei, da muss er durch. Ist auf aller Fall schön, wenn man das so sieht. Da ist Steiche. Jetzt warte ich wieder auf die Klammen draufgelegt. Wisst ihr eigentlich, dass das schlimm ist? Man möchte den ganzen Tag da unten im Stall stehen bleiben und möchte denen zugucken, obwohl draußen die Arbeit ist. Ja, ich habe jetzt gerade ausgemisst. Der KL 300 steht mit der Lore da draußen. Ja, Bo haben das jetzt in der WhatsApp-Gruppe schon gesehen, dass der Bulldog da draußen steht. Ja, und in der WhatsApp-Gruppe sah das erste Video vom fahrenden IHC, was ich jetzt gerade machen konnte. Der ist soweit wieder zusammengebaut, aber jetzt sind noch Einstellungen zu machen, also Kleinigkeiten. Die Drosselsenkung hinten funktioniert noch nicht und von der Einspritzung her passt scheinbar irgendwas noch nicht ganz, obwohl da eigentlich nichts verdreht worden ist. Aber gut, das sind Anarakulpen und Dinge, das muss alles jetzt dann ein wenig nachjustiert und eingestellt werden. Aber es war alles. Tja. Ich sag mal, ich bin da momentan. Dass ich es auch bequem gemacht. Ich bin da momentan ständig zwischen Stall und meiner Arbeit unterwegs. Immer wieder irgendwas da. Eigentlich muss ich auch sagen, ich bin jetzt froh drum, dass ich die zwei noch frei gehabt habe. Das hat sich schon schön gepasst gehabt. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt gearbeitet, wäre schon dumm gewesen. Ja, außen ist wie gesagt frisch. Innerhalb gibt es jetzt eigentlich von der Temperatur, könnte man schon fast im Pullover stehen. Da außen ist es doch relativ frisch. Geht natürlich auch wegen dem Wind mit dazu. Ja, wie gesagt, der KL 300 steht da mit der Lore drauf. Da braucht er nochmal Beleuchtung. Und dann fahre ich das Zeug weg. Ja, und trotz Ausgangssperre, ich darf meine Arbeit weitermachen. Als Gasen, Landwirtschaft ist systemrelevant. Vorhin ist einmal die Feuerwehr rumgefahren. Also gestern Abend war schon das DAW unterwegs, die haben Durchsagen gemacht. Vorhin war die Feuerwehr unterwegs und hat die Durchsagen gemacht. Bleibt zu Hause, haltet Abstand. Geht nicht raus. Und ja, ich meine, wenn man sich so umguckt, das ist relativ ruhig im Moment. Es ist nicht viel Verkehr, ein paar Leute haben auf dem Friedhof runterfahren mit dem Auto und einzelne Leute, die halt einmal mit dem Hund spazieren laufen oder dann mit ihrer kleinen Kinder. Aber so was da sonst immer hast, dass da ein riesen Schreihausen ist. Man hat teilweise das Gefühl, die Leute nehmen es fast ein wenig zu genau. Weil Ausgangssperre ist ja alles schön gut, aber in der Garten dürfen sie das Wege trotzdem. Gut, heute passt das Wetter auch nicht. Aber andererseits sind sie lieber drinnen. Sollen sie die Zeit drinnen verbringen, als dass sie wieder in irgendwelcher Tröbel irgendwo rumrennen und dann wirklich den Virus weiter verbreiten. Das brauchen wir ja nicht. Weil da gibt es ja wirklich ein paar Blöder. Das haben wir gesehen. Und die Kieswäsche unten, du bist an die Wiesen vorbeigefahren. Das sind sie auch die Kieswäsche unten. Und in riesen Truppen stehen sie da bei schönstem Wetter draußen am See, wo ich denke, ich hab doch den Schuss noch nicht gehört oder was. Oder auch die Skaterbahn, oder? Die Skaterbahn in Kulmbach haben sie auch geschlossen. Da stehen auch die ganzen Kungen neben der Skaterbahn und verabreden sich. Also wie blöd muss man eigentlich sein? Dann brauchst du dich wundern, wenn es dann Ausgangsbeschränkungen gibt. Aber na gut, wenn sie es auch nicht lernen. Und wer es jetzt da noch nicht gelernt hat und erwischt wird, der darf zahlen. Weil bis zu 5.000 Euro. Naja, was sag ich.
Die meisten waren sowieso wissen und waren das Kenner. Und ich denke einmal, das wird jetzt nach und nach dann in ganz Deutschland greifen. Wenn es nicht mittlerweile sogar in ganz Deutschland greift. Ja, ist aber der richtige Weg, denke ich. Weil es gibt genug Uneinsichtige, die es wirklich nicht begreifen. Ich meine, ich sage, man muss jetzt nicht unbedingt die größte Panik schieben, muss da oder ohne was, was zu sagen haben. Aber ja, ein bisschen Rücksichtnahme auf andere. Und gerade wenn die Schüler dann, da haben sie ja jetzt keine Schule, dann hat bei uns in Bayern oder besser gesagt in Kulmbach hat dieses komische Programm nicht funktioniert. Und ja, da konnten sie ja ihren Online-Unterricht nicht machen. Was machen die Kunden? Treffen sich alle draußen auf der Straße und spielen zusammen. Ja, also das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck davon gewesen. Man, mittlerweile funktioniert es, glaube ich, einigermaßen, aber wird es die letzten Tage auch noch genug, die Hausen unterwegs waren. Naja. Hoffen wir, dass der Scheiß bald rum ist, dass wir endlich wieder Ruhe haben, dass wieder alles geregelt da vorne geht, weil im Moment war es ja keine. Mit der Arbeit war es nicht, wie es weitergeht. Kostet auch noch Arbeit gehen, werden noch mehr Termine abgesagt oder machen Firmen noch zu. Dass du da auch nicht mehr reinkommst. Ich meine, ich arbeite im Handwerk. Wir kriegen das natürlich auch mit. Wir machen Zählerdienstleistungen mit. Wir haben auch ein paar, die Zähler ausbauen, einbauen. Und da werden dann Zählertermine zur Zeit schon abgesagt. Oder halt allgemein, das ist, ich denke, das ist im Moment. Ja, die Leute, die haben halt dann auch Angst, die wollen halt dann jetzt im Moment auch nicht. Mit der Ungewissheit, ich meine, am Monteur, der jetzt dann irgendwo unterwegs war, der könnte natürlich für jemand anderen was mitbringen, der braucht sich selber gar nicht haben, aber du steckst da nicht drin und mit den ganzen Tests, naja, komm, labern wir nicht weiter drüber, die Hunde sind wir fertig. Ja, ja, du hast jetzt gehabt, du hältst jetzt einmal die Gosch. Die Oma hat noch ein bisschen la la la. Alles gut. Ja, da haben wir auch frisch. Dann passt das. Und da schon wieder die Stroh reingehaut, ja, Knödel. Oh, kann auch 5 Minuten. So. Gut. Ja, ihr genießt das, ne? Ihr könnt ein wenig hinaus, wie ihr wollt. Für euch passt das. Gott sei Dank haben die Hühner noch keine Ausgangsbeschränkung. Boah. Wenn die Vogelgrippe wieder ausbricht, ich glaube, ich drehe durch. Und die Hühner, jetzt nachdem sie einmal austoften. Die haben so viel Platz zum Laufen. Und mit Schweinegrippe, gut, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, wenn die kämen. Ja gut, wenn ich die jetzt dann drinnen lassen müsste, wenn sie dann nicht mehr auslaufen, ausdürfen. Wäre jetzt nicht dramatisch. Ihr habt jetzt gesehen, der Ferkelchen ist ja eh drinnen. Und die Oma mit ihrer Ferkel ist auch drinnen. Von daher, das wäre jetzt nicht so dramatisch. Aber wenn wir es nicht haben, sind wir auch ganz froh. Also ich muss es ehrlich gesagt nicht haben. Lieber geht es so weiter, wie es jetzt ist. Hoffen wir, dass wir den scheiß Corona noch rumbringen. Und dann, ja, passt das wieder. Ja, und wenn ich schon zu Hause stehe, ich habe gestern die ersten Wiesen schon angeschlafen. Einmal die da unten, die ist schon fertig. Da war das bisschen Mist, was jetzt noch gelegen, wo man sich noch nicht zersetzt gehabt hat oder zerlegt hat durch den Regen. Das hat sich jetzt gut verteilt. Die Wiesen ist fertig. Und oben her, das was du jetzt echt das Dreieck, was runter geht und oben. Und die Wiesen unterhalb. Ja, Wiesen ist gut. Muss erst einmal wieder was wachsen, dass es zur Wiesen durchgeht. Die hat zwar drüber da, oder die habe ich schon. Ist jetzt bloß nur das drum, wo quasi die Viecher aktuell drauf laufen. Das muss dann einmal noch. Aber der Rest ist auch nachgesät. Passt. Ja, der Bulldog steht ja da, der kleine Kramer. Der war heute nach dem Carport, mein Auto war draußen gestanden. Dem Auto macht das nichts, den Bulldog will ich unter doch wissen. Das ist besser. Die Aden ist noch dran. Da war ich wahrscheinlich dann noch losfahren, weil meine anderen Wiesen noch schlafen. Ich habe ja noch 2-3 Stück zu machen. Das ist ein bisschen Arbeit, das ist auf jeden Fall noch. Aber zuerst muss ich jetzt mal den Mist weg, dann kommt der Karl 300 wieder auf seinen Parkplatz und die Lore auf ihren Parkplatz. Und dann sehen wir schon weiter. Gut. Ja, so der aktuelle Stand aktuell. So, wir haben mittlerweile Dienstagmorgen und das neue Video, das heute Nachmittag kommt, das ist gerade schon soweit fertig.
bis auf den Schnipsel, den ich jetzt gerade noch aufnehme. Ich bin mal wieder spät dran. Naja, ihr kennt mich, ja. Aber das Video kommt heute auf alle Fälle. Also ihr werdet es ja dann gesehen haben. Ja, die Ferkelchenhunden, die entwickeln sich prächtig. Das geht wunderbar. Da haben wir sie. Ja, dem geneigten Betrachter wird auffallen, es sind nur noch 8. Da fehlt was. Ja, richtig. Ich habe im letzten Video gesagt, wir haben 9 Ferkelchen. Es sind 4 Eber und 5 Sauen. Und mittlerweile hat sich's aber so ergeben. Nein, du lässt mich mal in Ruhe. Husch! Weg, 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 weg. Ich gieße dich mit dem Gießer. Du kannst da wenig draußen bleiben. Husch! Brauchst jetzt gar nicht nerven. Oh, unmöglich, der Kerl. Sorry. Ja, es waren 4 Eber und 5 Sauen. Denen ging es auch allen gut. Nur leider ist, wann war das? Von Sonntag auf Montag, glaube ich. Oder von Samstag auf Sonntag, denke ich, war es sogar. Die in der WhatsApp-Gruppe, die wissen es. Die Oma hat den Kleinen aussortiert, der eine Kleine. Da war ja einer der Bayer richtige Kümmerling. Also nicht die dunkelbraune da hinten. Das ist eigentlich die kleinste von allen, aber so eine richtige Kämpferin. Sondern den anderen, der vorne den kleinen schwarzen Fleck an der Backe gehabt hat. Ja. Um 22 Uhr nachts, da war noch alles gut, da waren sie noch alle da und ja, morgen dann war er weg. Nicht mehr auffindbar. Ja, später vielleicht hat sie sich draufgelegt, dass sie im Stroh irgendwo ist, aber nein. Das war ja so eine kleine Quietscherte. Der hat ja beim Trinken ist er immer eingeschlafen und hat nicht so recht. Und ja, ich gehe davon aus, die Oma, die war dann aussortiert home. So schade wie es ist, aber es war klar eine Schwächliche. Wir haben gedacht, wir bringen ihn durch. Ich habe mir ja quasi, wie sie geboren sind, dort zum Trinken animieren müssen. Ich war ja bis nachts um 11 Uhr der Hunden. Ich habe immer wieder an die sitzen und immer wieder. Dann habe ich gedacht, jetzt ist eben bald drüber. Leider nicht. Naja. Die Oma hat entschieden, hat keinen Sinn. Klappt nicht, geht nicht. Schade. Ist traurig. Aber so ist es halt. Deswegen sind es jetzt noch 5 Sauen und 3 Eber. Und da bin ich im letzten Video auch gefragt worden, ja, willst du die eigentlich nicht kastrieren und C rausschleifen? Also C werden auf keinen Fall rausgeschliffen. Sowas fange ich nicht an. Das können auch die machen, die einen großen Mastbetrieb meinen, welche haben. Aber ich mit meiner Bordode, ne, das mache ich nicht. Ich stich das nicht ein. Die haben C drin und sollen es auch behalten. Was das Kastrieren angeht, da ist jetzt am Donnerstag habe ich einen Termin beim Tierarzt. Nachdem sie bloß noch 3 sind, hat der Tierarzt gemeint, naja, soll ich halt die 3 in der Transportbox niederzahnen und dann machen wir es bei ihm in der Praxis. Es ist hygienischer, sauberer und ja, machen wir es so. Ja. Dann hat sich das mit Sicherheit auch bald. Dann sind die kleinen Eber kastriert, dann ist da eine Ruhe. Aha, da hat sich eingegraben. Ja, ist kalt, ne? Ja, die Morgenluft ist frisch. Die waren gerade noch auf einen Haufen. Dann bin ich mit Futter gekommen und habe die Oma und das Feigelchen gefüttert. Die Kleinen, die waren auf dem Haufen. Die hat es auseinandergeschmissen. Oh, das ist natürlich kalt. Wenn man früh aufgeweckt wird, ich meine, das kennt ja jeder, der aus dem Bett aufsteht, dann ist erst einmal im ersten Moment kalt. Der Körper muss erst einmal quasi einen Kreislauf in Schwung bringen. Und dann wird es dann schon warm, aber ja, wenn man quasi so unsanft geweckt wird, wenn die Mama aufsteht, mei, ist halt so. Ja, denen geht es auf alle Fälle gut. Die entwickeln sich ja auch prima. Der kleine Ebe, wenn sich das eine anschaut. Hey, hey, ich hab dich gefunden, du musst dich nicht verstecken. Etche Quetsch. Ja, also die ist eh die Herden, die kleine da. Dieser kleine Sau. Die läuft da hin herum. Die grunzt schon richtig laut. Die ist bald lauter wie der Gruser Eber, den ich da hab. Die meldet sich, die läuft vor der Oma vorne vor der Schnauzen rum, so wie, hey, ich bin halt da, mir geht's gut. Alles prima. Und die kämpft sich auch vor, die geht an die vordersten Sitzen mit. Das ist eigentlich die Kämpfernatur, die Kleiner. Ja, wie gesagt, um anderen ist schade, aber wer war's? Und der Schmutti war auch so ein Nachzügler.
Und ich hab's ja gesehen, auf einmal ist er gestorben, ich weiß nicht, was er gehabt hat. Vermutung ist, wie gesagt, immer noch die Vergiftung. Es kann aber auch so einfach, er war nachzügler, vielleicht waren irgendwelche Organe nicht gescheit ausgebildet oder was, wer weiß. Naja, so viel auf alle Fälle hier der aktuelle Stand, dann wisst ihr Bescheid. Die kleinen Zwerge, die gepunkteten Zwerge. Häufchenbildung, 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 ich will oben auf. Einfach goldig. Ja, Oma. Ja, Mama. Ja. Da haben wir es wieder. Da grunzt es ja schon wieder richtig laut. Das ist immer die Klana dann. Dann kontrolliere die Oma einfach immer, sind sie alle in Ordnung, oder? Also da muss man immer sagen, da sind die Viecher uns doch weiter voraus. Die sind, ja, was das betrifft, viel klüger irgendwie. Die wissen da genau, okay, mit dem passt was nicht. Der hat eh keine Überlebenschance. Tja, da muss man manchmal sagen, ist der Mensch eigentlich dumm, oder? Ja gut, was heißt dumm? Der Mensch, der ist in dem Fall überlegen. Der Mensch, der kann dann hergehen und kann mit Medizin aufpäppeln und und. Aber ja, bei den Viecher ist es so, die entscheiden dann einfach, okay, du bist zu schwach, du hast sowieso keine Überlebenschance, dann wer weiß, vielleicht hat es auch was Gutes für sich gehabt. Das kleine Gewusel. Oh, das wollen die schon wieder. Oh. Die Oma habe ich gleich auf frisch Wasser mit runter, dass er wieder was zu saufen hat. Ja. Und jetzt warten wir das ruhig. Genau. Jetzt sieht man schon die Klana. Die kämpft sich dann über die anderen drüber. Die macht und tut, die will dann auch noch und jetzt sitzen. Die lässt sich eigentlich wohl nicht unterkriegen. Obwohl das so ein Gedränge ist und da sind ja doch einige dabei, die deutlich größer sind. Die zwar da vorne sind, oder bis jetzt noch die zwei da, die sind ja recht groß. Der eine hat um den Fleck hinten drauf, der eben natürlich und das Gescheckert da hinten. Ja, dann habe ich zwar so zwei Klauen, wobei, wie gesagt, die kleine Sau oder die dunkelbraune, das ist echt, die glänzt da vor allem. Die hat sie gar noch kleiner wieder an. Aber die kämpft sich durch, die beißt sich durch. Und die, wenn er mal sitzen hat, da können auch die anderen schubsen und machen, wie sie auch wollen, da hält die sich eisern fest. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wie gesagt, am Donnerstag wird kastriert, die A3. Und dann sieht man schon. Ja, Oma. Mama grunzelt. Gut, so viel zu da hinten. Ja, und eine Neuigkeit gibt es da noch von meiner Seite aus. Ja, oder zwei. Oder drei. Ja, oder halt noch ein paar Sachen. Also, das erste Mal, die IHC ist noch nicht fertig. Die Senkdrossel geht immer noch nicht. Die muss immer noch eingestellt werden, die macht noch ein wenig Probleme. Dann Wiesen anschlafen, habe ich jetzt gestern ein bisschen was gemacht auf einer Wiese mit dem KL300. Da hängt auch die Aden noch dran. Warum mit dem KL300? Ja, der KA15, ich habe es ja gesagt, irgendwie macht er was Geräusche. Klingt noch ein Lachenschaden und ja, die Lichtmaschinen, die zwei Lachen, 6202 FAG Lachen, sind kaputt. Und die waren so alt wie die ganzen Lichtmaschinen wahrscheinlich selber. Naja, mein Gott. Haben wir jetzt zwei neue bestellt, die müssten halt kommen, dann kommen die neuen. Gut ist, ja, wenn man weiterfährt, dann riskiert man, dass die Wellen von der Lichtmaschine nachher kaputt geht. Und wenn die einmal hier ist, eine Lichtmaschine, eine Gleichstromlichtmaschine, die kostet Schweinegeld. Wenn man es nicht unbedingt ausgehen muss, spart man sich's. Ja, also die Lache müssten halt kommen, dann kann ich den auch wieder zusammenbauen. Dann ist der K15 auch wieder einsatzbereit und bevor wir jetzt wieder eine kommen, ja, das ist ja aber total scheiße, das ist ja alles hier, alles hier. Ja, mein Gott, der Bulldog ist Baujahr 1956 und da kann auch mal was kaputt sein. Und wenn die Lichtmaschine jetzt kaputt ist, das kann durch Wasser, das kann durch Träger oder sonst was sein. Der hat bei mir mittlerweile schon eigentlich eine Stunde Runde gerockt. Ich weiß nicht, was er an Stunden eh schon drauf gehabt hat, aber wir gehen drauf, dass es mindestens über 20.000 Stunden sind. Und wenn ich allein das rechne, dann darf da mal was kaputt sein. Ja, und die IHC, wenn gut eingestellt ist, dann muss die eine Drittleiter noch.
Weil links fällt es auch noch, weil man da nach muss, dass man an die Senkdrossel kommt. Ja, hat er vorher so schön gesagt, du könntest ja heute mal nehmen, kannst das Laubbaum auf vorne in die Kompostierung. Da habe ich gesagt, nein, lieber nicht, weil ich habe immer die Gewohnheit, ich steige immer links aus, da haut es mir nämlich auf die Fresse. Da habe ich gesagt, ah, das ist mir nämlich auch schon passiert. Probefahrt gemacht und aus Gewohnheit links ausgestiegen, weil es da einfacher ist, weil da keine Gangschalthebel und nichts sind. Ist mir noch gefallen, weil da war natürlich keine Leute drauf. Naja, blöd gelaufen. Ja, also so viel da dazu. IHC war jetzt die Tochter Nago fertig und dann konntest du auch wieder losgehen. Und dann muss der Motor ja erst einmal eingefahren werden. Es sind ja andere Büchsen, andere Kolben drin. Und ja, noch ein paar Sachen gemacht worden. Alles im Detail zähle ich jetzt da nicht auf. Das wäre zu umfangreich. Halt eine komplette Überholung. Die hätte ich zwar nicht gebraucht. Motorentechnisch, da war es bloß der Massenausgleich, den man schon lange mal kontrollieren wollte. Der ist auch geschliffen worden. Und hat jetzt Kasperl mehr. Das geht, glaube ich, ist jetzt dann endlich weg. Gott sei Dank. Ist Zeit geworden. Der Rest, der gemacht worden ist, das ist eigentlich eher so ein, also nicht das Must-Have, sondern ja, wir wollten halt einmal, weil der ist jetzt vielleicht doch ein bisschen mit mehr Hubraum und vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht noch ein wenig mehr PS. Ja, für einen 72 PS Bulldog, der jetzt 105 hat, ohne und Einspritzpumpen zu drehen, ist vielleicht nicht ganz, ganz schlecht, ne? Aber gut. Ja, und dann, ich laufe jetzt gerade runter, was Richtung Stadl. Habe ich meinen Mistcontainer? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe gestern einen Mistcontainer endlich gekauft. Ich habe am Sonntag eine Kuh angeguckt, die ich zur Adele stellen wollte. Wunderschöne Kuh, hätte mir wirklich gefallen. Wäre ein Bullenkalb dabei gewesen. Preislich wären wir uns auch einig geworden. 850 Euro mit Kalb. Wunderschöner Ruderkuh mit Rudervorfahren und Herne drauf. Naja, sollte halt nicht sein. Auf der Arbeit haben wir jetzt dann Kurzarbeit angemeldet, wegen dem Coronavirus. Sprich, wir kriegen weniger Geld, 60% vom Lohn. Ja, was wollen wir machen, ne? Blöd gelaufen, hilft alles nichts. Deswegen musste ich jetzt die Kuh leider hinten anstellen. Das hat jetzt da nicht geklappt. Ich hoffe, da findet sich wieder mal eine Gelegenheit und hoffentlich wieder was in der Nähe. Ich war da bei Bamberg drunten. Ja, hätte wie gesagt alles super gepasst, aber ich habe gewusst, ich brauche auf jeden Fall einen Container. Das steht schon lang fest. Das war ein Anliegen von meinem Vater. Wenn ich noch einmal Viecher anschaffen will, dann soll ich mich gefälligst um einen Mistlaucherplatz kümmern, weil immer bei irgendwelchen anderen Leuten ablauchen. Das ist keine Dauerlösung. Ich soll jetzt gefälligst schauen, dass ich was herbringe, weil sonst brauche ich keine Viecher mehr anschaffen. Und ehrlich gesagt, er hat ja recht. Es stimmt ja, ich habe keinen Laucherplatz. Ich habe hinten am Feld immer gelauchert die ganzen Jahre. Jetzt habe ich bei einem anderen zwischengelauchert. Das ist keine Dauerlösung. Das kann so nicht bleiben. Das ist ganz klar. Erstens einmal habe ich zu meinem Bekannten gesagt, ich schaue, dass ich was herkriege. Und ja, er verlässt sich da natürlich auch drauf. Und zweitens einmal mit der ganzen Düngeverordnung und wenn es da dann mit der dann auch noch erklären darf, dass du da dann die Scheiße von Schweine, von Pferde, von Kühe, von Hühner, von Gänse, von was der Teufel, was noch alles ein wenig mit drauf liegt. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen habe ich jetzt endlich einen Container gekauft. Ja, ich sage einmal so, billig war er nicht, aber günstiger wie das andere, was ich gefunden habe. Das ist ca. 22 Kubikcontainer. Der ist 1,70 Meter hoch, der ist 2,30 Meter breit, der Radlader ist 1,67 Meter, also das heißt, ich kann mit dem Radlader in den Container reinfahren, wichtig zum Entladen später mal. Und der Container ist 5,80 Meter lang. Ja, und wo stellst du das Monstrum jetzt dann an? Ich habe immer gedacht, da, wo jetzt das ganze reisig liegt, das will aber mal vorher nicht, weil er gesagt hat, naja, das ist halt da nicht optimal, da willst du mit den Häckseln anfahren. Ja, jetzt haben wir überlegt, wo hier da hinten in der Kölks nicht stellen. Das Grundstück, das ist ja nur gebocht. Die obere Hälfte, oder wo ich früher mal einen Misthaufen gehabt habe. Es ist eine gebochte Fläche. Jetzt, wenn ich da hinten meinen Container noch tue, ich meine, gut, wir bochten das natürlich die nächsten Jahre weiter. Aber, naja, ist halt immer so eine Sache, wenn du irgendwie ein Bauwerk oder was hinstellst. Ich meine, so Container wäre theoretisch vorbau.
Ich kriege ihn aber als nächstes auch nicht dahinter, ist ein Abrollcontainer. Ich habe keinen Haken, eine Schmulde. Und den LKW brauche ich da nicht in der Lotsen, also da muss es dann mindestens 6 Wochen drucken gewesen sein, weil sonst brauchst du einen LKW nicht in der, da kommst du nämlich nicht mehr weg. Von daher, nee, außerdem habe ich ja gedacht, in Zukunft dann brauche ich die Lore nicht mehr zum Ausmisten, sondern dann kann ich es mit der großen Roben machen, aber da nicht ja schwarzen Roben. Und das spart mir auch ein wenig Arbeit und Zeit. Dann kann ich alles da in den Container fahren und der Vorrat schon gemacht, wir machen dann da immer Platz, da kommt er her. Die offenen Seiten voraussichtlich noch da vorne, weil das einfach einfacher wäre. Weil von hinten kommst du auch wieder nicht noch, wenn das reißig dort nicht zum Entladen. Müssen wir mal schauen, wenn er da ist, vielleicht machen wir doch die offenen Seiten minder. Oder auf jeden Fall soll er dann da so her, bis zu der Angel, dass man halt mit dem Radlader noch reinfahren kann, dass man noch schieben kann und. Da wird der Mist gelagert, oben drüber kommt dann ein LKW-Planer. Dann habe ich da auch einen Container, der quasi drucken bleibt nachher. Da habe ich keine Probleme mehr mit Ziegelgruben und was der Teufel, was du alles brauchst. Das bleibt im Container. Von innen wird er rausgestrichen mit so einer Beduma-Streichfarbe. Dann ist er ja eigentlich auch dicht und vor Rost relativ gut geschützt. Und von außen, ich habe glaube nur ein paar Farben, so Laubgrün. Dann war der grün lackiert, weil das Ding ist aktuell orange-gelb. In der WhatsApp-Gruppe habe ich ein paar Bilder gezeigt. Mache ich jetzt so im Video nicht. Ihr seht ihn ja dann, wenn er da ist. Irgendwann jetzt im kommenden Monat auf jeden Fall. Der war dann auf alle Fälle von außen grün lackiert. Und dann schauen wir mal. Ist, denke ich, auf jeden Fall endlich dann nochmal Lösung. Endlich. Und zukünftig schaut es mit dem Ding dann natürlich auch besser aus, wenn ich es vorher suche, du pass auf, ich möchte jetzt fein noch Akku dazu oder ich möchte jetzt noch dies oder sel oder jenes. Ich habe einen festmistlochen Platz und wie gesagt, das ist ja, wir wissen es alle, wie der Bekannte zu mir gesagt hat, naja, magst halt weiter, wie du es früher gemacht hast. Da habe ich gesagt, ja, du bist gut, du bist doch ein kleiner Bauer, da fällt es doch gar nicht auf. Ja, aber genau wenn ich so mache, dann, ja, das sind halt diese schwarzen Schafe dann, die da rauskämen. Ich mag es nicht. Klar, wie wahrscheinlich ist die Kontrolle, dass er da bei uns schauert eben, aber so bin ich auf der sicheren Seite. Wenn die dann vom Kurskompliensam rauskommen und sich das angucken, dann kann ich ihnen das vorweisen, kann ihnen zeigen, passt auf, da, so schaut das Ding aus, da steht er. Da ist mein Mies drin, hab da Probleme damit. Ich muss halt schauen, dass das Ding dann in Schuss bleibt. Jedes Jahr gucken, wie die Schutzschicht innerhalb ist. Muss ich sie erneuern und wenn er wirklich irgendwo mal durch Rostung oder was hat, hat er bislang nicht. Ja, muss ich halt einmal Blech einschwarzen. Aber ist auf alle Fälle, wie gesagt, eine bessere Lösung als der Mistplatten zu bauen mit Überdachung. Und ja, weil bauen mal quasi ein kleiner Hall mit einer wasserundurchlässigen Platten unten drin. Ich glaube, wir brauchen noch nicht reden. Jeder, der wegen mit Landwirtschaft zu tun hat, der weiß, was sowas kosten kann. Und das Geld habe ich für meiner ja, im Jahr 24 Kubikmeter Mist garantiert nicht. Und zwecks Ausbringer dann, weil es Gott sagt, ich habe 24 Kubikmeter, vielleicht mit einer nicht viel mehr, dann vielleicht noch mehr. Aber der Container hat halt plus 20, ja, so auch kein Problem. Weil ich kann ja den Mist öfters ausbringen. Ich muss ja nicht bloß im Herbst dann auf meiner Wiese, sondern ich kann ja zwischendurch dann einmal was rausfahren. Auf die Wiesen, wo jetzt da nichts mehr wächst oder so, dann kann man es ja eh reinfahren. Weil man weiß ja eh nicht, wie das Jahr wird. Wird es wieder so drucken? Schauen wir mal. Wie gesagt, das sehe ich. Ich kann dann auch teilweise auf die Fälle noch drauffahren, wo es nötig ist. Also normal mit dem Lagerraum komme ich hin. Das ist kein Problem. Das Zeug sagt ja eh wieder zusammen. Und machen wir keine großen Zahlen, das passt schon. Und wie gesagt, wenn ich dann auch da unten den Container stehen habe, dann stelle ich mal Robben an und dann kommen ja immer nur die Scheiße selber raus da, aus die Stelle. Nun, was hat denn der? Jetzt hat die Henne da unten ein Ei gelegt, jetzt hat es eilig gehabt. Oh Mann, der Gege. Nee, aber auf jeden Fall, das ist ja dann alles ein bisschen einfacher, unkomplizierter. Und für der Unimog. Und für der Unimog. Jo. Hm.
tun würde. Ja, wie gesagt, das ist dann ein wenig unkomplizierter und ich kann auch nicht mehr die Scheiße selber rausrahmen. Geht ein wenig einfacher und dann war der Mist theoretisch auch wieder weniger. Weil dann habe ich nicht wieder das Haufenzeug, das Haufen Struß, sondern wenn du da jeden Tag immer ein wenig rausrammst, dann hast du ein wenig weniger Material und dann passt das auch. Wie gesagt, eigentlich habe ich ja eh zu wenig Material für meine Flächen, weil das langt da hinten von einem nicht. Wenn da der Miststreuer du auf die Fälle, ja, der Misthaufen, der langt dann nicht einmal fürs Unterraffeln und das ist wirklich dünn gestreut, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und selbst da hat es mir nicht gelangt. Naja, man wird sehen, lassen wir uns überraschen. Gut, in dem Sinne, jetzt wünsche ich euch was. Das Video ist eh schon wieder viel zu lang, schon wieder überlang. Wir sehen uns dann am Freitag theoretisch wieder. Ja, denke ich. Wie gesagt, jetzt geht es ja auch noch auswärts, jetzt komme ich dann auch wieder öfters dazu. Und nachdem ich eh nichts arbeite die Woche und wer weiß, wie es die nächsten Wochen weitergeht, dann kann man auch mal sowas machen. Wiesen anschlafen, das zeige ich euch dann im nächsten Video mit. Hat jetzt da halt nicht geklappt. Ich habe gestern, wie gesagt, abgeschleppt, aber ich habe nichts gefilmt. Und die Wiesen da im Hof, die habe ich ja eh schon fertig gehabt. Naja, find sich. Also denn, bis zum nächsten Mal. Servus.